Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Fallout 1. Bitte, kannst du das nochmal machen? Okay, dann gehen wir mal kurz nochmal hier durch. Nehmen wir kurz Schaden, weil ich Spaß dran habe, Schaden zu nehmen. Ich werde aggressiv. Ich werde aggressiv hier. So, dann gehen wir hier hin, probieren das halt nochmal aus. Sag bloß, ich habe das so gemacht. Sag bloß, ich habe das so gemacht. Ich bin so unfähig. Ich bin so unfähig. Ich bin so ein dreckiges Subjekt, ey. Ich kann mich selber schlagen. Okay, gehen wir wieder hoch. ja, ich stelle mir gerade eure Aufreger in den Kommentaren vor. Das kann schon lustig werden. So. Wollt ihr mich verarschen? Jetzt ist das plötzlich. Oh, wenn das jetzt nicht funktioniert. Wenn das jetzt nicht funktioniert, ich schwör's euch, ich dreh durch in diesem Spiel. Ich sollte mich erstmal heilen. Haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Und dafür benutze ich meinen Super Stimpak, weil ich einfach keinen Bock mehr habe. So. So, einmal komplett geheilt. Okay, und das ist auch. Es ist aus mit dir, ich mach dich kaputt. Ach, nur so ein billiger Laser. Ich geb dir gleich. So funktioniert das. Ja, er lebt noch. Oh, er lebt nicht mehr. Alles gut. Oh, da kommt jemand. Ich mach nichts. Aha, ein Mensch. Na, das ist ja sehr interessant. Komm mit zum Leutnant, sonst gehst du zugrunde. Okay. Oh, das ist sehr gut. Weißt du, ich hatte Zweifel, als meine Offiziere meinten, sie hätten einen supernormalen gefangen. Es ist so schön, dich zu sehen. Das Gespräch kennen wir ja schon. Was wollt ihr von mir? Na, bevor du zu uns gehörst, natürlich. Ich kann doch nicht. Bedingung. Wie reizend. Komm, amüsiere mich mit deiner Bedingung. Stülp dir einen Sack über den Kopf, dann kann ich deinen Anblick vielleicht ertragen. Du hast aber Sinn für Humor. Leider habe ich keinen. Also, den Standort deiner Vault, wenn es dir genehm ist. Komisch. Ich glaube, du hast es nicht vor, es mir zu. Nö. Okay, da will jemand aufs Maul. Wie gefällt dir das, hä? Wie gefällt dir das? Vielleicht hätte ich vorher speichern sollen. Habe ich das gemacht? Ich glaube nicht. Okay, das war selten dämlich von ihm. Okay, vielleicht hätte ich nicht mit. Komm dürfen. Seid ihr jetzt durch? Ja? Anscheinend nicht. YOLO! Okay, ich bin jetzt sowieso tot. Oh, naja. Gut, da wären wir. Diesmal werde ich ihn umbringen. Diesmal mache ich keine Faxen hier. Gibt ja keine Gefangenen mehr. Öfters abspeichern ist hier die Devise. So, zack. Hallo? Kraftfeld? Kraftfeld? Was zum. Ach, ich dreh hier einfach durch. Was? Ja, jetzt funktionierst du. Ach komm, leck mir doch die Eier, ey, ganz ehrlich.
Was? Krupa hat nicht getroffen, hat die Waffe fallen lassen und verliert den nächsten Zug. Ja, nett. Tschüss. Ich mach die kaputt. Du willst, dass ich mit dir mitkomme? Am Arsch. Scheiß Flip. Er hat ein Blümchen gehabt. Ich habe einen Mewtwo getötet, der ein Blümchen hatte. Bin ich so ein bisschen schuldig. Öffnen wir den Kram. Wir wissen, dass alles verschlossen ist. Was quasi ein bisschen extra Erfahrung ist. Zwar nicht viel, aber... einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul, Freunde. Okay. Ein paar Toiletten und frische Betten. Immerhin. So, dann würde ich sagen, öffnen wir nur das hier. Öffnen wir nochmal. Sehr schön. Nichts und niemand, okay. Oh mein Gott, du hast ihn umgebracht. Er war mein Freund. Ich musste ihn töten. Er war mein Feind. Pech. Nein, okay. Die waren anscheinend Freunde. Komm, lassen wir sie am Leben. Solange sie kein Mewtwo ist, kein Grund zu sterben. Ich weiß noch, als wir das letzte Mal hier waren, wussten wir nicht, wie das funktioniert mit dem Öffnen. Ich würde sagen, in Fallout 2 werden wir auf jeden Fall ziemlich gut sein. Also besser als hier auf jeden Fall am Anfang. Dann werden wir auch nicht mehr so viele Fehler machen. Und da liegt die Leiche. So, ich weiß nicht, wie man mit zwei Stimpaks und so einer billigen Pistole hier durch die ganzen Mewtwos kommen soll. Ich weiß nicht, was sie sich dabei gedacht haben, ganz ehrlich. Keine Ahnung. Aber naja. Erstmal speichern und in den vierten Stockwerk. Damit wären wir auch bei diesem Bereich angekommen, den wir manipulieren werden. Wieso seid ihr nicht tot? Wir werden zu dem Computer vordringen. Wir dürfen nur nicht erwischt werden. Hallo Dudes. Wie geht's euch? Bildschirm flackert nur. Keine Wirkung, okay. Wissenschaft. Okay, gut. Ich würde sagen, wir kümmern uns auf jeden Fall um diese Gruppe da unten und dann ist gut. Gießen wir ein paar Mal wieder bei Zucker rein oder was? Nee, wissen wir gar nicht, ne? Obwohl bei Zucker wäre schon echt nicht schlecht. Aber ich habe ja keine mehr, ne? Ich habe ja keine mehr. Okay, kein Problem. Wir locken die einfach kurz an. Hallo. Netter Versuch. Na, ich musste leider laden. Schade. Na gut, verpassen wir dem erstmal ein Heady. Und er trifft mich nicht. Gut, dass er in der Tür steht. Das hilft mir definitiv. Und der ist tot. Der nächste bitte. Und der nächste bitte. Ach, ich weiß noch damals, als wir hier waren, die haben mich fertig gemacht, ne? Wisst ihr es noch, Freunde? Wisst ihr es noch?
Und jetzt guckt sie euch an, diesen Lappen. Frag mich, ob der Mr. Andy böse ist oder gut. Ich würde ihn definitiv sehr gerne mitnehmen. Hallo. Hallo, Mr. Andy. Sieht zwar aus wie so eine kleine Krake, aber naja. Du kannst auf die Funktion des Roboters nicht zugreifen, er ist deaktiviert. Ich hab dann gedacht, ja, aktiviere ihn doch einfach. Ich will ihn mitnehmen. Der Roboter ist zwar repariert, aber er funktioniert dennoch nicht. Einheit Nummer 462 online. Selbsttest. Datenanpassung erledigt. Erstellen einer neuen Speicherdatei erledigt. Fehler. Aufgabe unvollständig. Welche Aufgabe ist unvollständig? Einheit Nummer 462 ist ein Reinigungsmodell. Du musst auf diesem Level Reinigungsarbeiten und Wartung abschließen. Los geht's. Alles klar, Aufgabe wird erneut durchgeführt. Die Frage ist, was wird er jetzt reinigen? Wird er die reinigen? Wenn er die reinigt, habe ich nichts dagegen. Okay, der arme Mr. Handy. Mit dem Plastiksprengstoff hätten wir das hier auch hochjagen können. Aber gut, ich will erstmal diesen Typen da hinten töten. Kleine Racheaktion. Danach kümmern wir uns um die Selbstzerstörung dieser Einrichtung. Wir wissen ja schon, wie das Ganze funktioniert. Deswegen gar kein Stress. Gar kein Stress, Freunde. Upsila. So. Okay. Abspeichern, weiter geht's. Zeit, jemanden übelst mal die Fresse zu polieren, oder? Ah, okay, da gab's irgendein Gespräch, ne? Nun, ich bin beeindruckt. Meine Spione haben mir gesagt, dass du genial bist, aber sie haben dich unterschätzt. Wachen, nehmt ihn fest! Okay, tolles Gespräch. Hat mich auf jeden Fall gefreut. Ich bin aber weg. Oh, die haben viele APs. Au. Ja, schießt euch selber, komm. Ah. Oder war ein Versuch wert. Ah, okay. So geht's auch. Ich habe ihn einen ganzen Zug gekostet. Oh, oh. Okay, das hat mich auch einen Zug gekostet. Na gut. Wunderschön. Oh ja. Ach, du bist schon der Meister. Oh. Ich dachte, du stehst da noch. Ich meine, da gibt keinen Sinn, dass du da noch stehen würdest, aber du weißt schon, was ich meine. Einmal darf er mich noch hitten und dann setze ich erstmal ein Stimpack ein. Denn ich muss sowieso laden. Dann setze ich mal ein paar Stimpacks ein hier. Stimmt doch selber. Was glaubst du, wer du bist hier? Der ewige Kampf zwischen zwei Rivalen. Jetzt benutzt er Stimpacks genauso wie ich. Ja, es kann ewig dauern hier.
28. Ha! Das war's mit deinen Stimpacks. Ich hab sie alle verbraucht, quasi. So, nicht genug AP, deswegen wechseln wir die Waffe. Und treffen ihn nochmal für 8. So, jetzt haben wir nachgeladen und machen ihn nochmal ein bisschen kaputt hier. Nochmal Schilder und 20 Trefferpunkte. Ein Trefferpunkt, ach wie süß. Willst du jetzt langsam mal sterben? Ich würde gerne diesen Meister kennenlernen. Gatling-Laser. Verschlüsselungs-CD. Warte, Verschlüsselungs-CD? Bestimmt die Verschlüsselung für den PC. Aber die kennen wir ja eigentlich bereits schon, ne? Daten werden auf PC geladen. Okay, gut. Sprechen wir mit dieser ungewöhnlichen Person? Ich spreche nicht mit dir. Der Meister ist zufrieden mit dem Fortschritt, aber anliegend, bla bla bla, okay. Der Meister sollte wissen, dass Rohmaterial knapp ist. Redet da die Leiche? Er kennt. Ich glaube, das ist das Gespräch, was. Ich glaube, das ist das Gespräch, was gerade quasi. Angekündigt wurde. Ihr könnt ja auf Pause drücken und lesen. Für mich ist es geradezu verwirrend, wer gerade redet und wer nicht, weil ich die Leichen nur nicht sehen kann. Aber egal. Wir haben das auf jeden Fall gleich nochmal durchlesen. Vault 13 und sie werden bald uns gehören. Sehr bald. Aha. Okay. Schön, wie das Gespräch mit den Leichen ablief. Das ist wie das Karma, das mir sagt, er schießt ihn nicht, er schießt ihn nicht. Aber ich tue es trotzdem. Oh, gib mal her und gib mir die Robe. Ah ja, so klar. Scheiß drauf, ich muss mich nicht verstecken. Obwohl, ich würde doch gerne schon so eine lila Robe. Die lila Robe würde sich, glaube ich, echt nützlich machen bei mir. Okay. Oh. Zehn Gewicht. 215, das lassen wir mal. Das Blümchen kann weg. Kein Gewicht, 1 Pfund. Kein Gewicht, 17 Pfund. Kein Gewicht, 5 Pfund, 1 Pfund. Ja, weißt du was, tschüss. Okay, dann haben wir ein bisschen Gewicht gespart. Ich will auf jeden Fall diese Robe mitnehmen. Die werden wir auf jeden Fall noch gebrauchen können. So, mal gucken, ob wir so tun können, als wären wir jemand anderes. Mit einer Minigun. Mit einer von euch. Okay, ist vielleicht ein bisschen blöd hier durchzulaufen, aber egal. So, ich würde sagen, ziehen wir so mal ein super Stimpack rein. Okay. Ich gehöre zu euch. Siehst du das nicht? Warte, wir müssen die beklauen, ne? Okay, da musst du sterben. Achso. Ah, ich habe keine Tragekapazität mehr. Das ist das Problem. Ah. Okay, dann würde ich sagen, lassen wir das jetzt mal fallen. Und dann beklauen wir ihn nochmal. Oder versuchen es zumindest. Stehlen, zack. Du würdest doch keine unbewaffnete Person töten. Wären die alle unbewaffnet, weißt du? Arsch.
So, Sicherheitscodes anzeigen. Okay, machen wir das hier. 3 Minuten, dann dürften wir endlich raus sein. Aber ab. Und ich habe mein Mikro wieder geschlagen. Nein, ich töte euch nicht. Also wenn ihr euch da nicht bewegt, seid ihr sowieso tot, aber ich töte euch nicht. Nein, keine Sorge. Das nehmen wir nochmal mit. So. Dann verschwinden wir doch mal. Zack. Falsche Etage. Zack. Ah, wenn sich uns jetzt nichts in den Weg stellt, ist alles gut. Madame? Na gut, dann wünsche ich dir dennoch viel Spaß beim Sterben. Und vielleicht findest du es dann auch nicht mehr so traurig, dass dein Freund tot ist. Weil du dann keine Trauer empfinden kannst, weil du tot bist. Ich weiß noch, als ich sie das erste Mal getroffen habe, ich würde sie am liebsten töten. Ne? Hat aber keine Munition. Schade. Ja, 3 Minuten ist mehr als genug, um hier zu entkommen. Au. So, wir müssen auf jeden Fall unseren Dude mitnehmen. Ich würde sagen, wir benutzen hier auf jeden Fall einmal ganz kurz das Walkie-Talkie. Ich habe das Ding fallen lassen, ne? Was sollte die Verschlüsselungs-CD jetzt? Wir haben die doch gar nicht benutzt. Oder etwa doch? Ach, jetzt funktioniert es auf Anhieb, ne? Am Arsch. Kurz abspeichern. Okay, mein Freund, ich weiß nicht, was du mit den Leichen gemacht hast. Vielleicht hattest du ein bisschen Hunger. Aber du solltest mitkommen. Definitiv. Komm. Jungs, verpisst euch. Bitte. Jungs, kommt. Ihr hättet ruhig mitkommen können, ganz ehrlich. So, mach mal das Tor hier zu. Wenn der nicht funktioniert. Kommt, kommt. Wir müssen uns verpissen, ganz schnell. Ganz, ganz schnell. Aber er hat doch von seinem Meister die ganze Zeit gesprochen, ne? Wie schnell war das Spiel? Fertig machen könnte, indem man sich quasi reinschleicht, indem man gefangen genommen wird. Also theoretisch hat man da schon das Spiel beendet. Ist das Spiel jetzt vorbei? Ne, dann müsste es doch Credits geben, ne? Nicht wie beim letzten Mal. Ah. Und wir haben Level abbekommen. Okay. Dann lass uns zuallererst mal nach World 13 gehen. Und erstmal damit angeben, dass wir alle besiegt haben, alle fertig gemacht. So richtig am Arsch getan. Okay, Moment schon, es ist spät bei mir. Ich trinke mal einen Energy Drink. Ah, ist das schön. Ich glaube aber, das Spiel ist noch nicht vorbei, denn ich glaube, es gab in Fallout 1 noch die Geschichte mit dem Meister, dass man den Meister quasi irgendwie vernichten soll oder so. In der Ferne siehst du einen ungestützten Lastwagen. 10.000 Erfahrungspunkte, wieso nicht? Kronkorken voll auf? Okay. Da sage ich nicht nein, liebe Freunde. Das ist einer dieser komischen Ereignisse, ne? Das ist ein Nuka-Cola-Truck. Ja, gut, wir kümmern uns erstmal um unser Level. Schnellere Kopf, höhere Feuerrate. Kannst du etwas schneller abdrücken. Angriffe mit Distanzwaffen kosten dich einen Aktionspunkt weniger. Die Frage ist, tut es das Not? Action Boy, pro Level erhältst du einen zusätzlichen Aktionspunkt für jede Kampfaktion. Die allgemeinen Aktionspunkte lassen sich für über die... Keine Ahnung, was? Pro Level erhältst du einen zusätzlichen Aktionspunkt für jede Kampfaktion. Keine Ahnung, wir nehmen es einfach mal. Hört sich definitiv gut an. Große Waffen? Haben wir jetzt mehr Auktionspunkte? 3? Jetzt haben wir 9, ne? 9. Vorher hatten wir irgendwie 7. Lohnt sich definitiv. Wohl 13.
Und beim nächsten Level Up machen wir diese Sparaktion mit den AP. Ich denke, wir werden es noch brauchen. Ich denke, es ist noch nicht vorbei. Und aus diesem Grund werde ich nämlich jetzt die Folge beenden, weil ich mir hundertprozentig sicher bin, dass es noch nicht vorbei ist. Wir sehen uns morgen wieder. Haut rein, euer Zero. Tschüss.